Guten Abend, herzlich willkommen zu 10 nach 10. Freiheit und Unabhängigkeit standen im Mittelpunkt des heutigen Unabhängigkeitstages. IRTS lauteten Aufforderung und Motto des Schützenbundes, der das international ausgerichtete Volksfest auf dem Brunecker Rathausplatz organisiert hatte. Ein Fahnenmeer mit und ohne Unabhängigkeitsslogans oder Wappen jener Länder, die die Freiheit von ihren Nationalstaaten anstreben. Südtirol, das Trentino, aber auch das Veneto, Friaul, Triest, die Lombardei oder Sizilien streben nach Freiheit vom italienischen Staat, ganz nach dem Vorbild von Katalanen oder Schotten, die diese bereits eingeleitet haben, oder aber von den Flandern, den Bayern oder Basken. Alle beseelt von dem Wunsch nach Selbstgestaltung der eigenen Heimat als unabhängiges Land, abseits der EU. Eine rückwärtsgewandte Politik? Die Schützen wollen nicht das Rad der Zeit zurückdrehen. Im Gegenteil, wir wollen das Rad der Zeit nach vorne bewegen. Zurzeit herrscht ja, was die Zukunftsdiskussion in unserem Land betrifft, vor allem unter der Bevölkerung Lethargie und Stillstand. Und das Stillstand ist ganz schlecht. Für das Hauptanliegen, die Unabhängigkeit, scheut man auch sportliche Mühe nicht. Für einen Staffellauf durch die Stadt sind auch prominente Vertreter zu gewinnen. Jetzt heißt die Losung. Gerade jetzt, wo etwa von Großbritannien aus das mögliche Brexit Schreckgespenst für ganz Europa ist. Die EU darf doch kein Gefängnis sein für niemanden. Was ist das für eine EU, wenn bestimmte Länder nicht aus diesem Verbund austreten können? Dauernd wird gesagt, dieses geht nicht und jenes geht nicht. Es genügen drei Worte. Drei Buchstaben, tun, und das wäre wichtig. Alles andere kann man dann auf dem Weg dorthin regeln. Wege entstehen dadurch, dass man sie geht, und das würde ich mir wünschen. Die freie, unabhängige Zukunft Südtirols scheint der zahlreich vertretenen Jugend ein Herzensanliegen, auch wenn dieses Wunschdenken nicht so leicht in Worte zu fassen ist. Ja, weil wir ohne Italien besser drin sind. Ganz einfach, das meint es mal erhöhen. Gemeinsam ist allen Vertretern ausländischer Minderheiten ein Ziel. To get independence of our countries. Neugierig, aber etwas verständnislos die Blicke einer anderen Gruppe. Sie gehören keinem Staat mehr an. Als Flüchtlinge strandeten sie rein zufällig in Brunneck, inmitten von Menschen, die nach einem streben. Unabhängigkeit von einem ungeliebten Staat.